Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Liebe Moni, ich habe da mal eine Frage, und zwar, wie oft kann ich denn eigentlich eine Campingtoilette nutzen, bis sie voll ist? Das ist eine der am meisten gestellten Fragen bei euch im Shop im Megastore. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Heute wird's, glaube ich, ein bisschen lustig, denn wir sprechen über Wohnmobiltoiletten. Welche Formen gibt es? Vorteile, Nachteile? Wie funktioniert so eine Kassentoilette? Trenntoiletten, Verbrennungstoiletten? Es gibt Häckselapparate, die Dinge kaputt machen und so weiter. Also sehr, sehr spannendes Thema, aber hauen wir doch mal vorneweg raus. Und die Frage habe ich mir ja auch schon mal gestellt. Wie oft kann ich denn auf so eine Toilette gehen eigentlich, bis die in Anführungsstrichen mal voll ist? Soll ich da jetzt ehrlich antworten? Na, wenn man es denn nicht weiß. Also ich habe ja einen Pösselzer mit Schein 45, wo ich jetzt auch nicht weiß, wann reicht's denn eigentlich? Zum einen hast du immer in deinem Bad an der Toilette eine Anzeige. Grün heißt, es ist nur Platz frei. Aha. Rot heißt, okay, finito. Ja. Du siehst es quasi, wenn du in deine Toilette oben von oben reinziehst, dann siehst du, wenn das immer weiter raufkommt. Mhm. Ja, da wo es reingeht, wo dein Loch aufmachst, dass das runtergeht. Und es gibt eine Anzeige im Bad, oder wie? Die meisten Wohnwegen haben ja so eine Banktoilette und du hast wahrscheinlich eine schwenkbare, die wo hin und her drehen kannst, oben den... Aha. Ich muss mal gucken. Also, aber ist das auch grün, wenn alles gut ist? Ja, oder? Genau, das innen drin zur Schwimmer. Und das geht natürlich nur zu einem bestimmten Bereich, ja, dass sie dann auch nicht zu randvoll ist, dass das ganze Platschari beim Rausziehen vom Fahrzeug dann da irgendwie dir entgegenkommt. Ja. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Ja. Ich finde die Frage auch mal echt süß, aber sie wird mir halt wirklich tatsächlich gestellt, wie oft kann ich die Toilette nutzen? Ja. Also ich sage. Das ist eine berechtigte Frage auch, oder? Ja, man kann auch über das offen reden, also ich habe da kein Problem. Absolut. Aber was antwortest du dann immer? Also ich sage immer, kommt drauf an, wenn Sie nur diese Toilette nutzen, aus meiner Erfahrung, 2 Tage ja, dritter Tag wird kritisch. Also da muss man meistens, und natürlich je nach Häufigkeit und Nutzung der Toilette, ja, mache ich mir großes Geschäft, nein, no, und wie viele Personen bin ich, das ist auch ganz wichtig. Bist du jetzt zu zweit, hast ja mehr Platz quasi, die zu befüllen, wie wenn du jetzt nur 2 Kids mit dabei hast. Ja. 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 Ja, ja. Also oder das die Freundin muss macht gerade Diät und isst sowieso nichts. Ja, weißt oder du, so und du so umso mehr. Einmal Seedrinks rein, dann 3 Tage vielleicht auch. Und wie viel Liter Fassungsvermögen hat denn so eine durchschnittliche Campertoilette? Wir haben, glaube ich, immer so um die 17 Liter circa. Also gut, da kann man sich ja ausrechnen, 17 Liter, eine Spülung, alleine vom Wasser her sind wir bei... Wie lange du halt draufdruckst, gell? 1 Liter oder was ist da, was haben wir denn? Vielleicht 1 Liter. Ja. Also gut, kann man ja schon mal, 17 Liter passen rein. Ja, dann kommt dein Mittel rein, da musst du noch ein bisschen Wasser dazu tun. Mittel kommt auch noch mit dazu, Spülung, also viel, ja, lang hält's nicht. Also ja, meine Erfahrung war so, wo man nur mit im Fahrzeug wirklich waren und nicht am Campingplatz und da tagsüber die Toilette nutzte man am Platz, weil da nehme ich sie nur nachts her, waren es so 2 Tage, aber dann war es echt kritisch. Das merkt man also spätestens auch, wenn man im Hochsommer bei 43 Grad im Schatten durch die Toskana fährt, wenn aufgeregte andere Menschen im Stau, die im Cabriolet sitzen, plötzlich verrücktes Winken anfangen und sich stark die Nase zuhalten. Spätestens dann sollte man mal darüber nachdenken. Das kann da passieren, zum Beispiel, wenn einer eine Soganlage hat. Das ist quasi, Soganlage sagt jetzt nichts, gell? Was ist eine Soganlage? Soganlage ist, sobald du den Schieber unten aufmachst, geht ein Motor an. Das ist wiederum an einen Lüfter angeschlossen und geht an die Außenklappe hin, da wo du nochmal der Kassette rausziehst und zieht die schlechte Luft ab. Ach so, das gibt's auch. Ja, mein Papa hat es leider mal so erwischt, da hat sich der Nachbar so nah hingestellt. Oh. Und wenn der seine Soganlage angemacht hat, hat es mein Papa beim Fenster drin gehabt. Das war dann nicht so lustig. Denn was reingeht, kommt ja auch wieder raus. Dann lass uns gleich direkt hart im Detail bleiben. Ich habe gehört von Markus Braun, eurem Superexperten, es gibt auch eine Häckselmaschine in der Toilette. Das haben die großen Liner. Das gibt's die wirklich. Haben diese Zahacker-Toiletten drin. Zahacker-Toiletten. Genau, die haben einen relativ großen Auffangtank. Ja. Und da wird es zerhäckselt. Es wird gehäckselt. Mhm. Wirklich wahr. Mhm. So ein Wursthäcksler. Mhm. Den möchtest du aber auch nicht reparieren, wenn da irgendwas mal, wenn da mal eine Schnur reinkommt. Wir haben leider unsere Werkstätten. Das ist aber dann schon High-End, oder? So, ja, das so haben Häcksler. Wirklich nur die großen High-Class-Fahrzeuge, die haben das drinnen. Es gibt mittlerweile, also Wahnsinn. Wo ich 2000, wann war das nicht, letztes Jahr im Januar, sondern das Jahr zuvor ging es auf der CMT, gefühlt nur ums Kacken und Toiletten, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, ja. Da ging nämlich dieses Thema Trenntoiletten
Toiletten ganz durch die Decke. Trendtoiletten. Mhm. Was ist eine Trendtoilette? Eine Trendtoilette ist ganz groß im Trend. Ja. Und zwar, da trennst du flüssig und fest. Ach, Trenntoilette. Ja, Trend. Ach, ich habe verstanden, Trendtoilette. Dass es ein Trend ist, verstehst du? Es wird getrennt. Ah, eine Trenntoilette. Also wir trennen nicht nur Müll, sondern jetzt auch mittlerweile Fäkalien und Urin. Ja, der Knackpunkt ist das, wenn du flüssig und fest voneinander trennst, fängt es nicht zum Gären und nicht zum Stinken an. Wusste ich auch nicht, bin ich da eben auch auf, weil das Prinzip, also ich wusste, dass das im Kommen ist und auch viele, die wo autark stehen haben, Trenntoiletten drin. Ich kenne echt einige Kunden, die haben sich ein neues Fahrzeug gekauft, haben das ganze System rausgerissen, haben sie Trenntoiletten eingebaut. Weil du hast das Problem nicht immer mit dem Entsorgen und so, weil du eine Entsorgungsstation brauchst, aber da komme ich später noch dazu, was die Unterschiede von den Zusätze sind für die Toiletten. Und die haben meistens, also da wird, wie gesagt, flüssig und fest getrennt. Manche nehmen Sägespäne, es gibt so Kohlespäne, zum Beispiel von Trilino, das gibt's auch bei uns eben, weil wir haben auch portable Trenntoiletten. Die kannst du quasi überall hinstellen. Da wird also der Urin vorne in einem Behälter aufgefangen und das Feste hinten ist dann ein Behälter, wo eine Tüte ist. Gibt's unterschiedliche Zusätze. Mhm. Manche nehmen auch, ich unterhalte mich ja mit den Leuten, die einen nehmen biologisches Katzenstreu, eben der andere Sägespäne. Und dann machst du ein Geschäft rein und dann tust du quasi von dem Zusatz wieder was drüber und dann riecht es nicht. Also eigentlich Prinzip wie ein Katzenklo, weil die verscharrt sie auch und dann riecht es nicht mehr. Ja, klar. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon. Aber du bist da flexibler halt immer, gerade wenn du eine Tour machst, wo es halt schwierig ist, das Ganze zu entsorgen und ist halt umweltfreundlich. Klar, wenn du irgendwo in den Bergen bist oder wenig Zugang hast, um das abzulassen. Das Tolle ist ja, dass du das nicht alle zwei Tage entleeren musst, sondern das kann ja länger da drin bleiben. Hattest du mal den Fall, dass du nicht wusstest, wohin mit der Kassettentoilette, dass dann ja. Stehst dann da und weit und breit keine Chance ist zu leeren. Ja, war dann nicht so lustig. Aber wir haben es dann schon irgendwann geschafft. Also dann sind wir tatsächlich auf den Stellplatz nur hingefahren zum Entsorgen. Mhm. Aber mittlerweile gibt es ja da eben auch tolle Produkte, die wo 100% biologisch abbaubar sind. Und da kommen wir gleich dazu. Genau, wo Wartung normal entsorgen kannst. Stichwort Verbrennungstoilette. Da bin ich jetzt ganz ehrlich. Bist du nicht im Thema? Nee. Gut. Ich weiß, dass es noch die Clisana gibt. Die ist, da hat der Markus Braun auch schon von erzählt, weil die auch in der Vermietung drin haben. Die Clisana ist quasi eine Toilette, wo die Beutel verschweißt. Wie im Weltall praktisch. Da gibt's so Granulate, die kann man reintun. Die machen dann das Flüssige fest. Also ich habe es mal auf der CMT in Stuttgart auch mal erklären lassen. Das lassen wir auch viele reinbauen. Wahnsinn. Also ich bin dafür, ich bin völlig begeistert. Allein, dass es so einen Häcksler gibt. Kommen wir aber jetzt tatsächlich mal zu den Zusätzen und den Mitteln, was man denn alles am Markt, was gibt es denn aktuell, ehe wir dann auch gleich zur richtigen Entsorgung kommen, Kassetten, Toiletten und so weiter. Frage 1, Nummer 1, möglicherweise das Wichtigste, Gerüche vermeiden. Jetzt mal die generellen Gerüche vermeiden. Je wärmer, desto höher ist ja die Intensität, dass es denn riecht. Ja. Was rätst du da? Also wenn ich mit meinen Kunden eigentlich in unser Regal gehe, erkläre es eigentlich immer folgendermaßen. Also es gibt Produkte, das sind diese blauen, was man kennt, wie Aquachem Blue, die gibt es in Flüssigform, in Tabs zum Beispiel. Das sind unsere chemischen Produkte. Das kommt in die Kassette rein? Genau. Aha. Da bitte ganz wichtig, nie über die Toilette oben im Fahrzeug einfüllen. Aha. Ja, wir haben eine Kunststofftoilette und dann hast du die blau. Das wird dann, wenn du das öfter machst nicht nur dein Dichtgummi kaputt, was unten an deiner Toilettenkassette ist ja ein Dichtgummi, wo die Toilette unten mit deiner Toilette oben abdichtet. Mhm. Sondern du machst deine Schüssel kaputt, das ist alles aus Kunststoff. Also bitte immer am Entleerungsstutzen ist ein Deckel, das ist gleichzeitig ein Messbecher, das wissen viele auch nicht. Und da den Zusatz reingeben und in die über diesen Entleerungsstutzen dann einfüllen. Wenn du jetzt so für Tabs dich entscheidest, die konkret haben wir... Darf ich bitte ganz kurz, ich muss es ja, also ich ziehe die Kassette unten raus. Ja. An der Seite, an der Außenseite oder wo auch immer die verbaut ist. Und dann gibt's wie so ein U-Boot Periscope. Genau, der Entleerungsstutzen. Das ist dieser Stutzen, den du gerade meinst. Genau. Und die Kappe, die diesen Stutzen verschließt, das ist eine Dosierungskappe? Ja. Verstehe. Muss mal innen reingucken, das siehst du es. Um was zu dosieren? Den Zusatz für unsere Toilettenkassette, die wo die Fäkalien zersetzt und keine Gasbildung entsteht. Ach, guck mal an. Gasbildung, ach ja. Ja klar, das, wenn jetzt flüssig und fest, wie drum Trenntoilette, wo man es trennt, wenn das natürlich zusammenkommt, Temperatur, dann fängt es zum Gären an, weil es zersetzt sich ja irgendwann.
hängt es ja an, dass das nicht so stinkt, gibt es diese Zusätze. Aber okay, wie gesagt, da haben wir einmal jetzt diese chemische Variante. Und die wird eingeführt über dieses Periskop, diese, genau. Ja, ich frage deshalb, weil wir natürlich auch viele Zuhörer haben, die davon noch nie was gehört haben. Alles gut. Also nicht oben über die Toilette reinpacken, genau, sondern immer über die Kassette rausmachen, Periskop raus, Zufüllstutzen. Und da kann man dann die Tabs und Flüssigkeiten und alles einfüllen. Also die Tabs tatsächlich schmeiße ich von oben rein, weil die sind fertig portioniert, haben eine wasserlösliche Folie, so wie die Spülmaschinentabs oder Waschmitteltabs, was mittlerweile gibt. Und die schmeiße ich auch von oben rein. Es ist immer mit angegeben, wie viel Liter Wasser dazu sollte, ja, dass da so ein Gemisch quasi entsteht. Mhm. Ja, Mama steht drauf 3 Liter, also so viel haue ich jetzt nicht mehr, weil dann ist die Kassette gleich mal wieder voll. Es muss ein bisschen Wasser mit dazu. Ich mache so 1 Liter ungefähr mit dazu. Ja, ja, dass einmal beim Tab sich der Tab lösen kann und beim Flüssigen eben, das sind mittlerweile ja Konzentrate, dass da das Mischungsverhältnis dann da ist. Also nur den Tab rein ohne Wasser, keine gute Idee. Frisst nee, weil dann musst du ja warten quasi, da liegt er dann irgendwann trocken da drin, da passiert ja nichts. Mhm. Sind wir wieder bei der Eingangsfrage, wie oft kann man so eine Toilette benutzen? Bei 17 Litern haben wir ja schon gerechnet, Spülung und alles, was damit dazukommt und schon mal 1 Liter zum Auflösen der Flüssigkeiten, da sind wir bei 16 Litern, wenn man 2 Liter dazu packt, 15 und so weiter geht's nach unten. Also deswegen 2-3 Tage nutzen maximal. Was ich bei den Produkten dazu sagen möchte, ist, was wirklich schön wäre und wichtig wäre, ist, dass man diese Produkte, also die chemisch sind, ja, die sind natürlich mal gegenüber dem biologischen, da bin ich auch mal ganz frei und ehrlich, 1-2 Tage länger vielleicht von der Geruchshemmung her. Also jetzt gerade, wenn man zum Beispiel, ich habe es ja auch schon getestet, wenn ich auf dem Campingplatz bin, ich nehme jetzt die Toilette nur in der Nacht zum Bieseln, dann war es wirklich so beim Chemischen, also ich nehme mal dann, wenn die Tabs, 4-5 Tage habe ich es geschafft, aber dann war Ende. Dann kam auch da der Geruch, dass man es entleeren muss. Beim Biologischen ist es so, einfach weil das biologisch ist, weil das ein Naturprodukt ist, hat es nicht ganz so lang gehalten. Aber da komme ich dann auch nochmal dazu. Aber ganz wichtig ist mir dazu eben erwähnen, diese Produkte, die chemisch sind, bitte immer in einer Entsorgungsstation entleeren. Mhm. Ja, das ist zum Vergleich ein bisschen wie die Dixi-Toiletten, was die mit drin haben. Hochgiftig, hochchemisch. So, jetzt schütte ich das in eine normale Toilette. Ist halt so, man macht diese Mikroorganismen in die Kläranlagen kaputt. Aha. Es gibt mittlerweile auch Campingplätze im Norden, das haben wir mehrere Kunden schon erzählt, die wollen zum Beispiel nicht mehr diese chemischen Sachen bei sich auf dem Campingplatz. Also da, die verlangen biologisch zum Beispiel, gibt's auch schon. Sobald man mit diesem chemischen Thema ankommt, nicht mehr in die normale Toilette entsorgen. Ja. Also auch nicht aus Verzweiflung auf dem Rasthof in irgendein Klohäusel reinlaufen und das Ding da wegschütten. Das wäre schön, ja. Ist schon sinnvoller. Weil es halt, ja, für die Umwelt halt nicht so toll ist. Und es wird ist auch getrennt. Also diese chemischen Toilettenstationen auf dem Campingplatz. Hoffe ich. Ja. Ich kann jetzt nicht schauen, wie die das machen, aber es ist halt immer, ja, darum gibt es immer speziell die Entsorgungsstationen halt für diese Chemietoiletten. Gut, also da gibt es die biologische Variante und dann gibt es eben die chemischere Variante am Ende, was die Entsorgung angeht. Ja, sollte man wissen. Möchte ich auch gerne mal dazu sagen, weil ich jetzt kürzlich in Italien war, gibt es auch auf den Rasthöfen, auf den Autogrill die Möglichkeit, die Campingtoiletten zu entsorgen. Ja, ich finde es auch toll. Also ich meine, das Ganze ist ja doch, weil mehr Wohnmobilisten unterwegs sind, bieten sie ja auch mehr Entsorgungsstationen an und das finde ich toll eigentlich. Gell? Großartig. Also ich glaube, das ist auch viel für viele Lkw-Fahrer, wobei da extra Camper dabei stand. Da kann man tatsächlich dann am Rasthof, steht ausgewiesen an den Autobahnen dran, abgebildet so ein Caravan oder ein Wohnmobil und dann unten wie so eine Mulde. Also das seht ihr dann schon. Wenn ihr dann seht ihr das und da kann man auch das Grauwasser rauslassen und tatsächlich dann extra getrennt. Bei dieser Station kann man auch die Toiletten. Ich finde einfach, ja, da sollte man sich einfach dran halten. Ich krieg's auch leider immer wieder mit, dass halt manche wirklich, und da muss ich echt sagen, das sind für mich Saubären, einfach ihr Toilette irgendwo hinschütten, weil das muss einfach nicht sein. Ja, weil wenn das jeder machen würde und das geht einfach da auch schon weiter. Ich habe es leider auch schon selber erlebt. Du hast es ja auch schon in der Erfahrung gemacht. Toilettenkassette entleeren, das ist so ein Belüftungsknopf. Den auch bitte immer ganz wichtig drücken.
Ja, aber im richtigen Moment bitte. Ja, genau, weil es mal so flutsch und die ganze Kacke kommt da einmal so rausgeschossen. Hast du einen Kackdaumen nämlich. So. Und wenn ich entleert habe, dass ich immer noch mal ein bisschen Wasser brauche zum Nachschwenken. Mhm. Jetzt gibt es halt Wasserstationen, da ist ein Schlauch dran für die Toilettenkassette. Es gibt Wasserstationen, da ist eigentlich der Schlauch für ein Frischwasser dran, wo ich generell abrate, nehmt immer euren eigenen Frischwasserschlauch mit. Jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, warum. Ich ahne Böses. Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast halt hier noch weiterhören will. Ich hab so eine Vermutung. Wir sind halt bei den Tatsachen. Ha? Okay. Ja, die nehmen den Schlauch her und hängen den dann in den scheiße Kassettenladen rein. Dass sie nochmal Wasser drin haben zum Ausschwenken und dass halt alles rausgeht. Und das muss halt einfach nicht sein. Ja. Das macht man nicht. Na, danke für die Info. Okay. War mir nicht klar. Ja, also bitte zum Wasserfüllen immer euren eigenen Wasserschlauch nehmen, weil ihr wisst nicht, was der davor gemacht hat. Viele haben gesagt, hey, ich hab's echt selber gesehen, mir ist die Spucke wegblieben. Da bleibt mir nicht nur die Spucke weg. Ich wurde oft gefragt, warum ich so braun bin nach dem Urlaub, sage ich ja, vielleicht war gar nicht so doll in der Sonne, aber ich habe gerade frisch geduscht. Vielleicht hat er vorher und hatte keinen eigenen Schlauch. Ja. Das ist jetzt zu viel Kopfkino, wollen wir das Thema einfach nochmal weiterdrehen auf die tatsächlich richtige Entsorgung. Wir haben wir ganz kurz eben noch was vergessen zum Thema Gerüche vermeiden und du zeigst noch... Biologisch wollte ich nur biologisch den Unterschied kurz erklären. Genau. Das Produkt Solbio oder Aviva haben wir im Programm, die sind wirklich 100% biologisch abbaubar. Solbio hat sich die letzten Jahre wirklich sehr stark durchgesetzt, zum einen, weil es ein Produkt 4-in-1 ist. Das heißt, ihr könnt es hernehmen für eure Toilettenkassette zum Fäkalien zersetzen. Der größte Vorteil, ihr könnt es überall entsorgen, das heißt auch zu Hause auf der normalen Haushaltstoilette, weil es 100% biologisch abbaubar ist. Es riecht nach Eukalyptus und Minze, also wenn ich den Duft nicht mag, bin ich komplett verkehrt. Haben aber dann, wenn dann zum Beispiel das Aviva noch, das hat einen anderen Duft. Des Weiteren ist das Solbio super. Ihr könnt eure Toilettenkassette nämlich damit mal reinigen. Also es gibt speziell Reinigungsmittel von der Firma Tedford, wo man Verkrustungen oder Urinstein lösen kann, aber da kann man Solbio auch hernehmen. Und ihr könnt Solbio hernehmen für den Grauwassertank, da setzt sie auch mal Schleim ab oder riecht gern vom Siphon hoch in der Küche oder in der Dusche. Damit kann man es reinigen und man kann es als Zusatz mit reingeben, wenn es so warm ist, wie es jetzt die ganze Zeit war. Einfach über den Siphon in der Dusche und in der Küche so 40 Milliliter reinlassen, Wasser hinterher, dann ist es da mit drin im Grauwassertank. Kann da nicht so zum Riechen anfangen. Also Solbio ist wirklich, ich habe es selber schon getestet, aber jetzt bin ich wieder ganz ehrlich, Zusatz als Toilette. Die normale Dosierung sind 40 Milliliter. Jetzt, wenn es so warm ist, wie es wir jetzt gehabt haben. Diesen Sommer. Bei sehr hohen Temperaturen nimmt es die doppelte Dosis. Also 80, 90 Milliliter. Weil es ist ein Naturprodukt, ja. Da ist halt wieder der Unterschied zum Chemischen, ja, dass das vielleicht 1-2 Tage länger hält, das Chemische. Aber beim Solbio ist einfach der Vorteil, dass ich es halt überall an einer angeschlossenen Toilette entsorgen kann. Und das ist die meisten wichtig, dass sie nicht lang suchen müssen. So hätte ich auch damals das Problem zum Beispiel nicht gehabt. Solbio Original Sanitärflüssigkeit gibt es im Shop an 6 Liter in den Größen oder auch 3 Liter, da seid ihr, glaube ich, dann schon ein bisschen versorgt. Wie gesagt, riecht nach Eukalyptus und Minze, ist ein tolles Produkt, mittlerweile bei uns das stärkste Produkt im Laden. Im Freistaat-Shop zu finden, den Link packen wir auch rein. Gerade gesehen, wenn ich mich bei euch fürs Newsletter anmelde, kriege ich noch einen 5€ Gutschein. Also auch da, schau her, haben wir wieder was gespart, da freuen wir uns doch. Also ich wollte die Daumengeschichte nochmal sagen, also dieser Entlüftungsknopf, bitte erst in die richtige Position drehen den Kanister und dann den Knopf drücken. Nicht, wenn ihr die Kassette rauszieht und das Ding steht am Boden und ihr drückt dann den Knopf, dann ist da noch die Flüssigkeit. Aber diese Erfahrung wird jeder selber machen. Für mich ist es ein, was mich in meinen Schädel eingebrannt hat, das Erlebnis. Ich gebe es nur weiter. Also ich habe es auch überlebt, ist auch alles gut. Ja. Aber es ist nicht halt unangenehm. Ist kein dann so schöner Moment. Ja, also was ich eigentlich nur darauf hinweisen wollte, ist, immer wieder mal den Dichtgummi zu pflegen. Das ist den, wenn ihr den Deckel aufmacht, wenn man runterschauen will, da ist ein Gummi, das ist der Dichtgummi, wo die Toilette unten mit oben abdichtet. Entweder mit einem Silikonspray oder wir haben auch von Tedford spezielles Spray da. Immer wieder mal zwischendrin einsprühen, weil dann bleibt es schön geschmeidig und dann bleibt er länger dicht. Wenn der kaputt ist, kann man den austauschen. Einfach mal selber ab und zu auch mal schauen, Toilettenkassette reinigen. Gibt's auch Produkte? Reines Ausspülen reicht nicht.
einfach schauen. Man sieht es, ob er recht starke Verkrustungen hat. Weil sonst hast du vielleicht irgendwann ein Problem mit dem Schwimmer, weißt du, der wurde dir anzeigt, ist sie voll oder nicht. Auch wenn da mal was kaputt gibt, für die TED vor Toilettenkassetten gibt es Ersatzteile. Für uns wichtig als Verkäufer ist, die Kassette umdrehen, das ist ein silbernes Typenschild, weil es gibt ja 5 verschiedene Toilettenkassetten. Es ist ein C234, C200, C250. Ja, unfassbar. Du siehst C220. Wahnsinn. Also ja. Es gibt ja mehrere Modelle. Es gibt die Toilettenkassetten einzeln zum Nachkaufen. Also wenn es mal komplett kaputt ist, es gibt die Einzelteile, die können wir bestellen. Manches haben wir auch vor Ort da. Also das ist auch alles kein Thema. Aber wie sehe ich denn, wie der Zustand innerhalb der Toilettenkassette, wie es da um den bestellt ist? Ja, gut. Ich kann ja nicht oben über das Periskop den Zustand. Da musst du dann, also wenn du deine Kassette heraus hast, kannst du ja von außen auch den Schieber aufmachen, den Deckel. Ach ja. Und dann musst du halt da mal mit der Taschenlampe ein bisschen reinschauen und dann siehst du schon, wie die ausschaut. Ob recht Verkrustungen sind. Man riecht es ja dann auch. Mei, wenn du es einmal im Jahr reinigst, das ist ja super, weil das schäumt dann ziemlich auf, geht auch zu der Mechanik nach oben hin, ja, wo diese ganze Mechanik innen drin ist und reinigt die einfach von Krustungen. Vielleicht ist auch mal Klopapier hängen geblieben und dann macht es das auch. Ja, apropos Klopapier. Was nimmst du für eins? Klopapier habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Die Rolle um 3 Euro oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein Spezialklopapier, was sich auflöst, wenn man es zu lange anguckt oder so. Das ist auch die ganz oft die Frage bei uns. Verschwindet oder so. Muss ich das nehmen? Also es gibt speziell Toilettenpapier, was schnell auflösbar ist und kein Klumpen gibt. Weil unser Entleerungsstutzen, Jan, was hat er für einen Durchmesser? Ich würde sagen 10 cm. 10 maximal, ja. Genau. Da muss ich das Ganze raus. So, die normalen Toilettenpapier im Handel sind ja extrem saugstark, 3-4-lagig. Und das ist ja brutal, wie saugstark die sind. Ja. So, jetzt kann er das, es muss nicht, aber es kann da halt da beim Entleeren hängen bleiben. Und da macht es Platsch dann auf einmal, wenn er ins Rutschen kommt. Und dann flutscht's. Deswegen halt natürlich, ich habe mal so ein Papier hergenommen, habe es in ein Glas mit Wasser rein, habe es umgerührt. Das löst sich mir auf. Wenn, dann sage ich immer, wenn wirklich auch Not an Mann ist, nimmt es halt ein recycelbares, vielleicht 2-lagig nur, ja, dass es halt nicht so klumpen wird. Ich habe viele Familien, die wo Kinder haben, die machen es im Prinzip, wie wo ich in Thailand erlebe. Die haben einen kleinen Eimer, eine Tüte, immer normales Klopapier, weil du kennst die Kids auch, die ziehen einmal an und dann schöner Knödel und dann geht's los. Und dann schmeißen die das halt in das normale Eimerlein rein, tun das jeden Tag entsorgen, weißt, und schmeißen das so weg. Das finde ich auch eklig, aber ich habe dieses Tedford Aquasoft Toilettenpapier, es kann sein, dass es das ist, genau. Und ist auch gar nicht, war sogar günstiger, als ich dachte. Ich mich schon so gefreut, weil ich habe es zum Geburtstag bekommen, aber die Investition lohnt. 4 Rollen. 4,95 €. Ja. Oder 5 €. Also pro Rolle 1,20 €. So, wo man sagt, das ist schon viel für Toilettenpapier, ist es ja. Aber das löst sich halt super schnell auf und du hast halt am Ende keinen Stress. Also da muss ich sagen, das ist mir dann wichtiger, esse ich ein Kugeleis weniger im Sommer oder irgendwie. Ausprobieren. Ne? So, ausprobieren. Ich hab's getestet. Ich find's super. Das ist total gut. Wenn einer sagt, das sehe ich nicht ein, dann soll er normales probieren, weil der merkt dann schon beim Entleeren, dass also scheiße nicht, war. Nicht mehrlagig, ja. Alles klar. Mensch, Moni, vielen Dank. Also hätte ich nicht gedacht, wir haben uns jetzt 25 Minuten nur über Toilettenpapier und Toiletten und Wartung und so unterhalten. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Wichtigste Takeaways, sage ich mal so für mich, rund 17 Liter hat dieser Kanister. Gerne auch mal reingucken und schauen, ob sich da irgendwelche Würste verstecken. Oder vielleicht hat ja Opa beim Wischen noch eine Rolex, wie ist da runtergefallen, man weiß es nicht. Ne? Also wenn es ein bisschen raschelt. Dann diese Häcksler-Geschichte, wo du sagst, es gibt auch so kleine Apparate, die da das Ganze dann gleich klein machen. Die Trenntoiletten haben wir besprochen, Verbrennungstoiletten, das werden wir auf jeden Fall noch nachreichen und alle Infos natürlich auch zu euren Produkten packen wir in die Shownotes, in die Beschreibungen rein, die Links zum Toilettenpapier und alles, was dazu gehört, Bio, hier Reinigung, Chemie und Co., alles fürs Klo. Vielen Dank, liebe Moni. Sehr gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf derfreistaat.de.